Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich steige heute mal mit einer Defensive ein, hier auf den Alex. Wir gucken uns mal an, was der Gegner gemacht hat. Ich sehe hier auf jeden Fall, hat er maxed out Truppen und Helden gehabt. Zumindest, ja, beides, würde ich sagen. Ist hier auf Rathaus Level 11 absolut durch. Und wir gucken mal, was er gemacht hat. Die Base ist nicht wirklich gut, also fragt nicht nach den Link oder baut sie nicht nach. Ich habe im Moment nur keine andere, die so einigermaßen geht, aber in der Regel kassiert die vor allen Dingen, wenn es denn auch schon jemand ist, der ziemlich starke Truppen und Helden hat, hier in der Regel 3 Sterne, denn meine Base hier, die ist, es ist zwar eine Rathaus 11 Base, ich habe auch schon das ein oder andere auf Rathaus Level 11 Niveau ausgebaut, aber irgendwo fehlt es dann noch so ein bisschen am Punktschaden, also die Kanönchen müssen noch alle hoch, ich glaube die Bombentower müssen noch hoch, da oben seht ihr auch noch, dass hier noch 2 Tesla auch auszubauen sind, beziehungsweise eigentlich nur noch einer. Einer ist noch am Laufen im Moment, und aber ich habe Luftabwehren hoch, ich habe die X-Bogen hoch, ich habe auch die Infernos hoch, und das ist eigentlich das, und natürlich auch den Adler, das sind ja so die Sachen, die in jedem Fall oben sein müssen. Wardenstatue ist bei mir natürlich auch schon seit langem Rathaus Level 11, also auf Level 20. Und die macht natürlich auch noch mal ganz netten Schaden. Aber ist eigentlich ganz gut durchgegangen. Hier da oben, der Gang gefällt mir eigentlich nicht so gut. Da müssen die Truppen aber immer so ein bisschen entlang laufen. Und er hat jetzt vor allen Dingen alle Helden schon gezündet. Und woran hat es gelegen? Ja, war doch ein bisschen viel Feuer jetzt noch am Ende. Also für den einen... nicht Golem, doch für den Eisgolem war es auch ein bisschen viel, der hatte da nichts mehr hinter, und vorher war es, glaube ich, ein Päcker. Und so bleiben das hier 2 Sterne erstmal. Ich will heute mit einer Taktik, habt ihr ja im Titel gesehen, die Taktik kann jeder, ja, mit der die Taktik kann jeder Taktik heute mal angreifen im Rathaus Level 10 Bereich, aber vorher müssen wir uns eines Neuners erledigen. Also ich muss erstmal dippen mit dem Account hier, und dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall einen coolen Angriff im Rathaus Level 10 bekommen. Ich bin eigentlich bin ich fertig mit ihm hier. Was heißt fertig? Ich kann den eigentlich angreifen. Ich weiß nur noch nicht genau wie, aber ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach mal rein. Kann auch ein Fail werden. Ich habe ein Gift. Oh, ich habe nur ein 3er Gift dabei. Das ist mein eigener. Okay, das kann manchmal fehlschlagen. Jetzt habe ich einen Frost, habe ich mir jetzt in die Clanburg geben lassen. Ich meine, okay, der Frost macht es jetzt auch nicht so wirklich, obwohl es Max auf Frost ist. So schlecht ist er ja nun nicht. Und ich muss jetzt nur mal so ein bisschen sehen, wo ich so ein bisschen rumfangeln kann hier. Dass ich die Queen hier so ein bisschen reinbekomme hier in die Base. So, da kriege ich sie jetzt sicherlich rein. Das sieht ganz gut aus. Und soll man halt nur nicht mehr abhauen. Ich muss jetzt unbedingt schnell noch meine Mauerbrecher hier reinbringen. Mal sehen, ob die von innen reingehen. Ja, die gehen nach innen rein. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich hier Sorge. Das Lager muss ganz, ganz schnell weg. Und da kommt schon ein bisschen Clanburg. Oh, das ist ein Päcker. Scheiße. Das ist ein Päcker. Okay, ich habe einen Frost dabei. Der Päcker macht ganz schön Aua, wenn der so ein, zweimal zulangt hier. Und ihr seht das. Oh, da muss ich meine Queen schon zünden, alles klar. Ja, gar nicht mal so übel, so ein Päcker in der Clanburg. Vor allen Dingen, wenn du mit so einer Truppe jetzt gerade unterwegs bist, wie ich das jetzt gerade bin. Mal sehen, wie weit meine Queen hier noch reingeht. 1,52, ich muss ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen die Uhr hier im Blick behalten. Aber der Feger ist jetzt Geschichte, dann können wir hier reingehen. Können wir hier reingehen und 1, 2, 3. So, hier müssen wir ein bisschen PS machen hier oben. Und 1, 2, 3. Nochmal dort. Gehen wir mal direkt auf die Luftabwehr hier. Und auch hier 1, 2, 3. Und Cleanup nicht vergessen, Toto. Nein, mache ich schon nicht. Vergesse schon kein Cleanup hier. Da sind noch so ein paar nervige Skelette. So, jetzt muss man gucken, dass ich hier genug Cleanup habe. Und hier nochmal den letzten Loon drauf. Da oben brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr an den Lagern hier. Aber das sieht ganz gut aus. Und ich musste jetzt nicht mal... Ich konnte meinen Schlemmer noch behalten. Den brauche ich gleich allerdings auch. Ja, den brauche ich gleich auch.
Und ja, dann sind das erstmal drei. Okay, das war jetzt ein Dip. Ich darf hier halt nur nicht in so eine Zeitfalle fallen. Auch wenn man mal dippt, aber ihr seht, das ist ja eigentlich immer relativ deutlich. Der nächste wird sicherlich nicht so deutlich, aber ich habe gestern schon ähnlich damit angegriffen. Und zwar lassen wir jetzt eben mal die Helden recken. Die Base habe ich gestern schon mit einem Zehner gemacht, nämlich mit dem Toto. Allerdings war die Base, die ich angegriffen habe, hatte erst Level 2 Infernos und die standen auf Single. Dieses Mal, also eigentlich nehme ich so eine Base hier ganz gerne mit Hawks mit, aber ihr wisst, die Taktik, die im Moment eigentlich jeder kann, die ist so einfach und ich denke mal, sie dreiert nicht immer. Manchmal ist auch ein Timefail, ihr wisst genau, welche Taktik ich meine. Das ist die mit den Drachen und mit dem Blitz. Die ist einfach im Moment ja das Maß aller Dinge, würde ich mal so sagen. Der 10er Bereich, viele sagen auch, der ist ausgelutscht dadurch, weil es geht halt nicht mehr. Du packst fast jede Base mit dieser Kombi hier. Vielleicht ein Drachen mehr und vier Loons weniger. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Oder auch mal ein bisschen was anderes in der Clanburg. Aber so in der Regel schafft man das. Und in 18 Minuten müsste ich das eigentlich auch packen. Ich nehme jetzt die nochmal nach und muss, glaube ich, nochmal fordern, weil mir jetzt da ein Frostzauber fehlt. Da mache ich einen kurzen Cut. Dann machen wir in jedem Fall noch einen zweiten Angriff hier mit den Drachen. Denn, wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen Rathaus 10. Ein bisschen ausgelutscht und 9, ja, obwohl ich will jetzt nicht sagen 9 auch, aber wir haben ja auch gesehen beim Turnier vom Sören von Noobs, dass durchaus 9er und 10er Angriffe entscheidend sein können und wer da fehlt, da fehlen die Sterne dann eigentlich oder ganz, ganz einfach und wenn man da nur einen Versuch hatte, dort war es ja ein 5er Turnier ab Rathaus Level 9 bis 13 hoch und wenn dann unten schon gefällt wurde, dann war es schwer, das Ganze vor allen Dingen für die oberen Rathäuser aufzuholen. Aber wir machen erstmal kurz einen Cut. Ich lasse mal eben den King noch recken und gebe mir mal selber, glaube ich, gerade schon mal einen Freeze-Spell. Ich gucke mal, was hier eigentlich geht. Die könnten sich auch gegenseitig spenden hier. Ne? Der Billy hat zuerst gefordert und im Nachgang fordert jetzt gerade der Sexpistol. Oh, ich muss... Achso, wieso habe ich denn... Ach, stimmt gar nicht. Ich hatte doch, der ist ja dann doch weg. Es ist nur der Inhalt ist nicht weg. Jetzt sehe ich das gerade beim Stone Slammer. Nur der Inhalt ist weg. Ja, Billy fordert zuerst, kriegt keine Truppen. Sex Pistol fordert danach, kriegt auch keine Truppen, weil Billy jetzt nicht mehr da ist, um ihm Truppen zu geben. Denn die zwei, die da oben online sind, das bin ich selber. Ja, das ist manchmal ist ganz komisch. Da kommen die Leute nur rein, aber ist mir schon öfter aufgefallen. Fordern einfach mal gerade schnell und ohne dass wir mal gucken, könnte ja jemand anders was gebrauchen. Mache ich den mal schnell, damit er auch mal weiterkommt, weil Billy jetzt schon 20 Minuten am Warten, 6 bis 4 Minuten. Wir müssen noch ein bisschen länger warten, bis ich dann auf die anderen Accounts gehe, um dort zu spenden. Beziehungsweise kann sein, dass ich da gar nichts zum Spenden habe, aber ich mache die Clanbogen jetzt gleich mal kurz voll in der kurzen Schnibbelpause und wir machen dann unseren nächsten Angriff. So ihr Lieben, ich bin ready und dann können wir loslegen. Ich hatte aber ganz vergessen, ich konnte meinen King noch ein Level hochprügeln. Ich hatte nämlich noch ein Buch. Ich gucke mal, ob ich noch eins nachkriege. Ne, kriegen wir keins mehr nach. Ist aber nicht so schlimm. Oh, jetzt haben wir auch nicht mehr viel Dunkles. Wir brauchen unbedingt den Bonus aus dem CK hier. Aber ich würde sagen, wir haben alles beisammen. Wir haben einen Freeze, wir haben Wut, 9-mal Blitz. Da hatte ich mich die Tage mal ein bisschen mit vertan, mit dem Blitzzauber. Der muss hier auf Rathaus Level 10 auch auf dem maximal höchsten Level sein, also auf Level 7. Sonst funktioniert das mit 3-mal Blitz auf die Luftabwehren nicht. Und wir gehen mal rein. Ich gehe jetzt mal genauso vor wie die Tage, wie ich das die Tage auch gemacht habe. Allerdings, eigentlich müsste der Blitz hier beide treffen. Ich gucke mal. Mal sehen, ob der Blitz beide trifft. Also sowohl den X-Bogen als auch die Luftabwehr, wenn ich das da genau in der Mitte werfe. Oder halt so ein bisschen. Ich gucke mal. 1, 2, 3. Geht nur die Luftabwehr kaputt. Okay. Aber die X-Bögen sind schon mal ein bisschen angehittet, was ja auch nicht schlecht ist. So, und ich hatte hier, glaube ich, noch einen. 1, 2, und 3, oh, hier geht der Bogenschützenturm mit kaputt, okay. Alles klar, dann habe ich letztes Mal angefangen mit, ich glaube, 2 Loons da und einen Drachen dort.
Das gleiche hier auf der Seite. Da habe ich allerdings erstmal mit dem Drachen angefangen und habe dann die Loons hier gesetzt. So, hier den Dicken, hier die Königin. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Die Feger stören mich jetzt. Die stören mich natürlich so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen, nicht ganz so viel. Und ich nehme jetzt schon mal meinen König hier in die Pflicht. Mal sehen, dass wir die Clanbukin nicht erwischen. Und außen geht, kann ganz locker der Drachen schon mal gehen. Okay, wir erwischen die Clanburg, alles klar. Dann können wir aber hier weiter vorgehen mit unserem Drachen. Der Funnel müsste jetzt eigentlich schon da sein. Der Funnel ist schon da. Die Drachen gehen erstmal auf die gegnerischen, ich wollte gerade sagen, auf die gegnerischen Drachen. Nee, auf die gegnerischen Loons. Und meine Queen hatte ich jetzt natürlich schon gezündet, aber die schafft die Luftabwehr da noch. Perfekt. Erstmal den King wegmachen dort. Und ich weiß, wo es gleich auch wieder hapert. Hier nehme ich jetzt mal den Wut. Und zwar muss ich den Feger, glaube ich, ein bisschen frosten, dass die Loons hier so ein bisschen drin bleiben. Sonst packen die Drachen das nicht. Das wird ein bisschen langsam. 1,22, aber da geht schon so ein bisschen was auf den Inferno-Turm. Denn die Drachen sind sehr, sehr langsam. Die müssen jetzt nochmal hier hinten hin. Außen ist kein Drache dabei, der jetzt ein bisschen für Cleanup sorgen könnte. Und der Weg ist auch noch weit für die Drachen hier. Der Inferno fällt aber schon mal. Das ist schon mal gut, denn der Drachen hier hinten... Ah, Luftmine, okay. Die haben wir aufgesaugt. Und auch die Luftmine, da haben wir ausgesaugt. Da ist aber noch ein Bogenschütze dabei. Der Drachen dreht sich jetzt in die Richtung. Die beiden können nach da fliegen. Und die Loons machen das hier mit dem Drachen. Okay, aber gleich ist der X-Bogen noch am Ende da. Und der eine Drachen dort stirbt jetzt auch noch. Okay, aber das war jetzt das letzte Verteidigungsgebäude. Und von der Zeit her, das wird ein Timefail, Leute. Es wird wieder ein Timefail. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Denn 30 Sekunden, 22 Sekunden, glaube ich, oder 24 Sekunden brauchen Drachen von einer Ecke auf eine andere. Und der X-Bogen fängt jetzt leider schon an zu ballern. Dort, ich denke mal, das wird ein Zeitfehler. Das schaffen die Loons jetzt nicht mehr. Denn das ist auch ein Level 4 X-Bogen. Oh, der ist angehittet. Oh, der ist schon angehittet. Wie ärgerlich, ne? Aber ich habe noch einen Versuch. Ich habe noch einen 10er Versuch, Leute. Sehr ärgerlich. Okay, Time Fail. Ah, man muss ein bisschen eher anfangen bei diesen großen Bases. Und unten wieder ein bisschen zu spät. Der Fries, aber 95%. Aber ich denke trotzdem, Leute, die Angriffsstrategie hier, ich meine, ihr habt gesehen, das waren 3 Sterne, außer dass wir jetzt ein paar Sekunden haben halt nur gefehlt. Vielleicht doch einen Loon noch weglassen und dafür 2 Lakis, einen Bogenschützen vielleicht mitnehmen. Oder noch 2 Loons weg, ein paar mehr Lakis noch. Gerade wenn was stehen bleibt. Das werde ich gleich. Ich hab noch genug Angriffe hier offen. Also der war jetzt nicht schlecht. Und ich habe aber noch den Chief Barfuß. Der wird das gleiche machen erstmal. Auf die Base. Und ich denke mal, dann dreiert die auch. Ich nehme mal 2 Loons weniger, würde ich sagen, und dann klappt das auch. Okay, so, ich baue die trotzdem nochmal nach, denn die kostet kein Dunkles. Die kostet im Moment kein Dunkles hier und ich habe ja jetzt gerade so viel Dunkles, nämlich 1700, das hätte jetzt nicht gereicht für eine Hog Rider Armee oder sowas, aber egal. Okay, ich war jetzt ein bisschen, ja, ich war eine gute Woche jetzt offline, also ich habe den Altweibersommer hart gelebt, muss ich sagen. War hier eigentlich noch ein Angriff von Ich. Hier hat auch noch angegriffen, okay. Dann erkläre ich euch das mal kurz. Okay, oh, das ist der ist ein bisschen gerusht hier, beziehungsweise ist ein Engie, ne? Ja, der hat keine Adler und keine Infernos, okay. Naja, ich lass mal laufen. Ich habe den Altweibersommer so ein bisschen gelebt mit meinen Liebsten und also immer lange weg, lange draußen. Und das Wetter noch so lange zu genießen, wie es noch da ist, also wie es noch nett da ist, denn es wird nicht mehr so schön ab Mittwoch oder so Mittwoch, Donnerstag, ist der ganze Spuk dann auch mit der Sonne vorbei und es wird ein bisschen regnerischer, bisschen mehr schlechteres Herbstwetter. Ist sicherlich ganz gut für euch, denn ihr werdet ein bisschen mehr dann von mir auch sehen, denn auch dann drückt es mich natürlich nicht mehr unter Umständen stundenlang nach draußen bei irgendwelchen Gewaltspaziergängen oder sowas, sondern dann ist dann doch eher ein bisschen die Bude angesagt und hier bleibt dann halt ein bisschen was liegen.
Und wenn man ständig weg ist oder ständig auf Tour ist und immer auf Achse. Aber das war nochmal eine schöne Woche, die wir hatten. Und die wollte ich in jedem Fall ausnutzen. Ich habe nicht gestreamt, ich habe keine Videos aufgenommen, gar nichts. Obwohl es so viel eigentlich zu zeigen gab. Denn eine Dauer-CK und auch schöne Angriffe mit viel Muscle oder weniger Muscle, so wie eben beim Timefail. Naja, ist nicht so schlimm. Der Dirk hat auch nochmal 3 Sterne hier reingetrieben gegen den NG, aber das kannst du auch ganz gut machen mit den Minern dann, denn kein Infernus und kein Adler, das schwächt so eine Base denn doch schon ein bisschen stärker. 7 auf 8 hier, also 11 auf 11. Das passt so. Und mal sehen, wo die Reise hier hingeht in ein paar Tagen, den ich in ein paar Tagen, in gut einen Tag, nämlich morgen früh, fangen die Clanspiele an und dann in 6 Tagen oder 7 Tagen die nächste Liga. Ihr wisst, immer Clanspiele so relativ zum Ende des Monats und im neuen Monat dann die Clanspiele im Monat, nicht die Clanspiele, die CWL im Monat Oktober. Da werden wir uns wieder ein bisschen aufteilen und dann sehen wir hier weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.